Hallo und willkommen zu einem neuen Replay bei Pretty Old Pixel. Mein Name ist Dirk und wir spielen heute Kid Icarus für das NES. Und wir drücken mal noch nicht den Start-Button, sondern schauen uns einmal kurz das recht rudimentäre Intro an. Kid Icarus Angel Land Story von 1986. Und das war das Intro auch schon. Es handelt sich hierbei also um eines der älteren NES-Spiele, eines der ersten, das rausgekommen ist. Das war noch die Serie, die immer in diesen silbernen Packungen drin war. Und ich selber habe das damals mal auf dem Display beim Spielwarenhändler gespielt, aber ich fand es nicht so toll. Also, es war relativ anstrengend und es war eins von diesen Spielen, die halt ja, vertikal statt horizontal scrollen. Das war damals schon recht ja, ungewöhnlich oder haben halt weniger Spiele gemacht und es fühlte sich vom Spielen her nicht so schön an. Man kann also auch wieder rechts aus dem Bildschirm rausspringen und kommt dann links wieder rein. Und umgekehrt. Das ist auch so ein bisschen wieder wie Mega Man, das heißt man kann springen und schießen, nur dass man diesmal halt Kid Icarus oder auch Pit ist. Übrigens Kid Icarus, der Held heißt Pit, der heißt gar nicht Kid Icarus. Der hat halt Pfeil und Bogen dabei und ist ein Engel. Allerdings kann er leider nicht so fliegen, obwohl er Flügel hat, sondern nur springen und zum Schießen, wie gesagt, hat er einen Bogen und Pfeile dabei, die hat er auch endlos. Die haben auch zu Beginn auch eine recht kurze Reichweite und deshalb war das Spielen zu Anfang schon recht schwierig, auch weil die Anzahl der Gegner auf dem Bildschirm immer relativ groß ist. Hat mich also damals nicht so angesprochen. Ich habe es mir dann irgendwann später nochmal gekauft und fand es dann besser. Wobei es nach wie vor relativ schwierig geblieben ist und es ist auch nicht ganz so abwechslungsreich. Aber ich denke, da es ja auch ein Klassiker ist aus der silbernen Serie bei den NES-Spielen, schauen wir uns das jetzt einfach mal an. Und wir beginnen wie immer mit der Verpackung. So, hier haben wir nun also das Spiel, leider ohne Verpackung. Die ist mir irgendwie in meiner Ordnung abhanden gekommen. Immerhin, die Anleitung ist dabei und der Schuber und natürlich das Cartridge. So, das sieht natürlich jetzt nicht sonderlich interessant aus hier. Vorne auf dem Cover ist genau das gleiche wie auf der Spieleverpackung nochmal gezeigt. Deshalb brauchen wir die vielleicht auch gar nicht. Die Anleitung ist ein bisschen dicker gehalten diesmal. Ja, natürlich wieder mit Qualitätssiegel. Wir schauen einmal gerade Inhaltsverzeichnis. Geschichte, das Land der Engel und ja, und zur Geschichte haben wir diesmal tatsächlich etwas mehr hier drin. Die Geschichte von Kid Icarus. Wir müssen in die Zeit zurückgehen, in der die Götter und ihre Untertanen miteinander in Harmonie lebten. Da gab es das Königreich Engelland. Naja, das ist jetzt Olympus ziemlich vereinfacht. Sieht da alles so ein bisschen animeartig auch aus. Also die Herkunft kann das Spiel nur schwer verleugnen. Es gab das friedliche Königreich Engelland und das böse Königreich Dunkeln. Im Dunkeln. Das wurde von Monstern beherrscht und Medusa war dann ja, die Herrscherin der dunklen Welt und Palutena die Herrscherin des Himmelspalastes, der hellen Welt. Und ja, Palutena wurde jetzt gefangen genommen und Pit ist hier war die Leibwache und wurde in einen Kerker geworfen und muss jetzt ja, das Land zurückerobern und Moment, das Licht. Ja, das Licht halt wiedergeben. Bedienungsanleitung. Wir können weiterhin gucken. Spiel, Start oder Fortsetzung. Ich stelle gerade fest, dass der Titel blau hier ist. Bei uns war er gerade schwarz. Ja, folgende Punkte sind im Spiel gespeichert. Ein paar Grundregeln. Ja, ich muss drei heilige Schätze finden. Okay, das wusste ich noch nicht. Und Pit muss gesteuert werden mit Springen, Schießen und links, rechts, rauf, runter. Jo, das kennen wir ja. Ein paar Erläuterungen noch. Das ist unsere Lebensanzeige. Ja, die sieht, glaube ich, zu Anfang nicht ganz so schön aus oder so voll. Und wir können uns noch persönliche Daten von Pit anschauen, was er an Gegenständen dabei hat. Kampfstärke, Punkte, also es ist auch so ein bisschen insgesamt rollenspielartig aufgezogen. Können verschiedene Waffen benutzen, außer dem Bogen wahrscheinlich nicht, aber ich glaube, es gab noch einen Hammer oder sowas. Und ich muss die Torwächter der Unterwelt, Oberwelt, ja, ich muss die Torwächter halt aufhalten. Hier ist nochmal schön das Level-Design dargestellt. Das ist eigentlich mal ganz nett gemacht. Die Karte des Engellandes, Ebene 1 bis 4. Ebene 1 ist die Unterwelt. Festungstorwächter, Doppelkopfhund, Oberwelt mit der Hydra, Himmelswelt mit Pandora, also der Endgegner wird auch immer angekündigt. Und ja, wir können noch verschiedene Gegenstände mitnehmen. Gibt es in Schatzkammern, feindlichen Lagern und Warenhäusern zu finden. 6 verschiedene Gegenstände. Wir können noch zum Schwarzhändler, heilige Kammern, was haben wir denn? Feuer, heiliger Bogen, schützender Kristall. Das können wir anscheinend alles unterwegs finden.
Die drei heiligen Schätze, versiegelte Kassette, Spiegelschild und der Lichtpfeil. Okay, Flügel, Herzen, halbe Herzen, ganze Herzen, Harfe, Schlegel, Kreditkarte. Es gibt eine Kreditkarte. Okay. Und es gibt einen Bleistift und ein Kontrollblatt und eine brennende Fackel. Und noch mehr, meine Güte, Wasser des Lebens, noch mehr Wasser des Lebens, ein Wasserfass, damit ich mehr Wasser des Lebens tragen kann und natürlich die Pfeilstärken. Also wir können auch stärkere Pfeile erhalten, offensichtlich. Und es gibt einen Gott der Armut, der alles wieder wegnimmt. Okay. Jetzt kommt noch die Gegneraufstellung. Kobil, Mono-Eye, ja, das sieht alles sehr. Hier, sowas wie bei Mario mit Pilzen gibt es auch. Twin Bellows, ein feuerspeiender Löwe, Hund oder sowas. Und ja, die Namen habe ich mir damals nie gemerkt. Ja, warum auch? Ich glaube, ich habe das die Bedienungsanleitung noch nie so intensiv gelesen wie diesmal. Weil das Spielprinzip war ja eigentlich klar. Noch mehr Gegner, meine Güte. Uranus. Oh, eine Sirene gibt's auch. Na sowas. Mäuler, Totem, Daphne. Daphne? Eine Blume. Und natürlich Eggplant Wizard. Ja, es gab damals noch das den Cartoon Nintendo. Nintendo Cartoon Captain N, the Game Master. Und da kam der auch drin vor, unter anderem. Medusa, Palutena. Oh, und Fragen und Antworten. Ja, das ist. Das gab es auch nicht so häufig in den Spielen. Also, man hat sich zumindest viel Mühe gemacht, zu erklären, worum es in dem Spiel geht. Und ich habe es mir nie durchgelesen. Und natürlich die Gewährleistung. Na gut, dann würde ich sagen, wäre es das erstmal und wir gehen in der nächsten Folge weiter ins Replay. Bis dahin!